Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkurse. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Nach über 2 Jahren Bauzeit schließen wir diese Attraktion heute endlich ab, indem wir einmal den Weg verbinden. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen mit Timelapse, aber dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das heben wir uns einfach auch. Okay, ich habe es vergessen. Und ich wollte Lichter hinzufügen und da dachte ich mir in der letzten Folge, ach, das heben wir uns für die nächste. Okay, ich habe es auch vergessen. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch machen. Das heißt, hier an der Wand kommen nämlich 2 Strahler hin. Wir gehen mal ganz kurz in den Nachtmodus, suchen die Strahler aus. Ich hatte das schon mal probeweise platziert vor der letzten Folge und irgendwie kam mir was dazwischen. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Katastrophe. So, die drehen wir dann natürlich, dann wieso habe ich den Winkel wieder nicht eingestellt? Pass auf, wir stellen mal ganz kurz so den Winkel hier ein und dann drehen wir uns die sehr schön nach oben. Weltachse brauchen wir dafür, dann gehen wir hier nach unten, dann versenken wir die schön im Boden und platzieren die jetzt hier ungefähr. Ne? Jetzt müssen wir nur schauen, dass das nach hinten nicht rausgeht, aber dem sieht nicht so aus. Jetzt kommt die wahre Kunst der Beleuchtung und zwar das perfekte Ausrichten. Wir müssen exakt mittig sein und das stellen wir fest, indem wir das Fenster hier nehmen und das Fenster. Das wird, glaube ich, ein bisschen tricky, aber sollten wir eigentlich... So. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt braucht man noch die passende Farbgebung und da würde ich sagen, nehmen wir das Gelb hier. Das sieht schon sehr, sehr gut aus und das gleiche machen wir natürlich dann hier auf der Seite. Da müssen wir gucken. Da haben wir jetzt ungefähr die Mitte. Da haben wir die Mitte. Perfekt. Guck mal. Und das gibt direkt komplett anderes Bild, oder? Das sieht so geil aus mit der Beleuchtung da hinten. Das gefällt mir ultra gut. Was ich wohl noch nicht ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn wir jetzt hier noch eins hinsetzen, dass das Fenster auch noch beleuchtet ist. Warte mal, ist das nachher too much oder ist das okay? Er ist absolut okay. Das ist sowas von okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Da werden wir nichts dran verändern. Das gefällt mir brutal gut. Ohne Mittel. Oh ja, sehr schön. So, ist nochmal so ein kleines Highlight. Mehr würde ich da drin auch tatsächlich nicht machen, denn ich finde die Leute, ne, die haben hier einen sensationellen Wartebereich, gehen wir gleich drauf ein. Und das reicht dann auch, oder beziehungsweise der Ausgang, ne, und dann die Fahrt zwischendurch und so weiter. Pass auf, wir gucken jetzt mal, welchen Weg wir hier platzieren. Eigentlich haben wir ja immer denselben. Jetzt muss ich natürlich hier irgendwie die Mitte finden. Aber pass auf, wir machen jetzt einen Trick. Wir sagen Raster auswählen. Wählen nicht das Raster aus, sondern setzen das einfach ganz mittig. Kann ich das ja eh nicht platzieren, weil der Eingang eine andere Breite hat als der Ausgang. Das heißt, ungefähr so müsste das dann platziert sein. Oh ja. So, dann gehen wir hier nochmal gerade raus und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich jetzt hier kurvig schön da dran. Ah, sieht das schön aus. Sieht das schön aus. Eins, was, ja, ich bin noch am Überlegen. Ich glaube, die lassen wir erstmal. Den Weg lassen wir erstmal, weil der ist perfekt ausgerichtet. Und wenn ich da jetzt was verändere, wobei wir können ja den Zurück-Button noch nehmen. Ja, dat, ja, guck mal, der Weg wird hier dünner. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Also lassen wir das erstmal. Vielleicht können wir da noch irgendwas bauen oder so. Müssen wir mal schauen. So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, die Attraktion ist nicht nur für unsere VIPs jetzt geöffnet, sondern mittlerweile auch für euch alle. Also strömt rein, kommen Sie ran und dürfen einmal mit dieser sensationellen Schiffschaukel fahren. Ich gehe mal ganz kurz auf die Sachen ein, die wir jetzt gebaut haben, weil ich habe ja im Timelapse immer nur so leicht angezeigt, was ich da so gemacht habe. Aber im Detail würde ich da kurz drauf eingehen. Und zwar fangen wir an mit dem Eingang. Der Eingang ist jetzt hier schön ordentlich platziert. Heißt, wir haben genau den richtigen Abstand zu den Türzagen. Passt natürlich super. Dann die junge Dame sagt, sie wollen hier unbedingt rein, unbedingt. Also gehen wir auch rein. Hier haben wir die hängenden Fässer, die ich persönlich mittlerweile sehr cool finde. Das war ja erst so eine Notlösung, aber irgendwie sagen die mir zu, vor allem, wir haben ja nachher im Wartebereich, kommen wir ja gleich hin, haben wir diese Fässer nochmal, die dann, ich hatte jetzt Angst, dass wir keine Aufnahme haben, die wir dann da nochmal platziert haben für das Steuerrad. Und ganz ehrlich, wenn du hier stehst, ne, und hier ein Foto machst, oi, muy bueno. Der hier, der Türwächter, geht gleich weg. Der wird ganz zum Schluss, hier sind die Fässer, guck mal. Das sieht sehr schön aus, wie so ein Weinlager. Ne? Hatte ich ja mal so gedacht, dass das hier so ein bisschen wie so ein Weinlager sein soll.
Ja, ist es doch mittlerweile geworden. Dann gehen wir weiter. Hier sind die Fenster, hier ist die Schiffschaukel. Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ist halt mit dem Gatter oder Gitter, je nachdem, was hoch und runter gehen sollte. Da ist halt das Problem nicht bei mir, sondern bei Plankurser, weil der erste Schwung wird halt mittendrin erst gezählt. Und sonst hätte ich das alles damit synchronisiert, aber leider ging das nicht. Heißt, ich musste da eine Lösung finden und habe dann, ja, wie gesagt, hier das Gatter festgemacht und hier einfach die Scheibe, die war ja vorher schon da, damit halt da keiner reingreift. So, dann gehen wir weiter. Hier haben wir noch eine kleine Pflanze, dann kommst du hier runter und et voilà, verschwindet unser Türsteher. Tschüss, du hast ausgedient und wir sind in der Attraktion. So, und die Attraktion, ja gut, die kennt ja jeder, da kann man mitfahren. Kann ich dir auch gleich zeigen. Hier haben wir so eine kleine Showbühne, die war so angedacht, in manchen Freizeitparks gibt es, weil Efteling hat das, glaube ich, bei dem Carnival Festival, da ist oben so eine kleine Bühne und oder war eine Bühne zumindest und wenn die Warteschlange sehr, sehr lang war, dann wurden da irgendwelche Shows aufgeführt, damit die Kinder halt abgelenkt sind und so hatte ich mir das gedacht. Vor allem soll das auch die Leute einlocken. Wenn du dann hier unten stehst, kannst du dir halt die Show der Piraten ansehen. Jawohl. Hier der Ausgang, da ist der Ausgang und hier haben wir, ja, hier haben wir den Ess- und Trinkbereich, wo ich ja eigentlich wollte ich hier so eine Sitzgruppe machen, aber leider ging das nicht. Das wird dann irgendwo im Außenareal demnächst sein, wo die Leute dann essen und trinken können. Und da oben, ja gut, da habe ich halt noch, siehst du ja, habe ich noch ein bisschen Dekoration hinzugefügt. Natürlich mit passender Beleuchtung. Hier auch die Laternen, die an den Palmen hängen. Mir ist gerade was eingefallen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob ich das so auf die Schnelle hinbekomme, weil das finde ich nochmal eine coole Idee. Das war jetzt einfach so spontan. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz in den Nachtmodus. Ich zeige dir gleich den Nachtmodus. Ich möchte jetzt nur mal ganz kurz was testen. Und zwar brauchen wir dafür das Licht ohne Henkel. Mhm. Und zwar, wo ist jetzt dieser Strahler? Den brauche ich einmal. Da ist er doch. So. Aha. Aha. Mhm. Irgendwie hat das was, ne? Problem ist aber, ich müsste die wesentlich höher setzen, ungefähr so. Und dann sieht das wieder nicht aus. Ja, dann lassen wir das weg. Ich hatte jetzt einfach gedacht, wir setzen das hier in die Fässer rein, aber leider geht das nicht, weil, naja. Ist auch trotzdem toll beleuchtet. Ne? Ich könnte ja natürlich jetzt hier noch Strahler. Warte mal, können wir vielleicht hier noch Strahler hinsetzen? Aber ich vermute mal, dass das nicht so pralle ist. Vor allem nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man muss auch mal Kompromisse eingehen bei der Attraktion, wenn das nicht so läuft, wie man das... Warte mal, wenn wir den jetzt hier setzen. Nee. Müsste ich hier links und rechts einsetzen, wobei ich ja dann wiederum den Lieblingsstrahler setzen kann. Diesen hier. Und... Warte mal. Warte, ich setze mal ganz... Ich teste nur mal kurz. Ne, das ist jetzt so eine Spontaneingebung. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie das dann aussieht, wenn wir den jetzt hier reinsetzen. Dann ein bisschen runterziehen. So ungefähr. Wenn wir zwei Stück dahin machen. Hätte was, ne? Hätte was. Hat irgendwas... Ja, ist schwierig. Ist sehr schwierig, denn da ist zum Beispiel der Säbel ja unten, weil die ja gekreuzt sind, klar. Und ich müsste dann theoretisch hier hinsetzen. Ah, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Das gefällt mir gar nicht. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Die Zeit haben wir jetzt. Wir müssen mal kurz gucken, ob ich den anderen Strahler nehme. Ja, ich könnte natürlich hier fünf Fässer übereinander stapeln, aber das sähe nicht aus. Ich möchte das gern so lassen, weil das gefällt mir echt gut. Deswegen, da würde ich jetzt keinen Handschlag mehr machen. Wir testen nur noch das. Und wenn mir das jetzt nicht zusagen sollte, weil das ist eine kleinere Rundung, ist halt auch ein anderes Licht. Aber sollte mir das jetzt nicht zusagen, dann lassen wir es einfach. Trotzdem kann man ja einfach mal gucken, ob das irgendwie möglich ist, ob das technisch realisierbar ist. Ich sag mal ja. Oh. Da machen wir die Farbe hin und... Moment. Hier nehmen wir diese Farbe. Ich finde, wir lassen das.
Oder? Die Beleuchtung ist besser als gar keine Beleuchtung. Siehst du genauso, ne? Ja, ja, okay. Pass auf, jetzt muss ich nur die Beleuchtung hier irgendwo finden. Gut, dass ich die schon umgefärbt habe. Oh ja, da bin ich ja echt froh drum. Pass auf, dann machen wir Folgendes so. Einmal anklicken. Ach so, kann sein, dass das Schiff mir immer in die Quere kommt. Ja, ja, ja. Oh. Warte, dann nehmen wir hier die Weltachse. Ist die besser? Ja, die ist wesentlich besser. So, wie machen wir das jetzt? Hier haben wir einen Abstand. Hier haben wir einen Abstand. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne gehe. So, hier hätten wir, guck mal, hier ist die Mitte. So, hier ist die Mitte. Das heißt, pass auf, jetzt wird es wieder problematisch, aber das kriegen wir hin, pass auf. Und zwar gehen wir ein bisschen näher ran. Hallo, wir gehen ein bisschen näher ran. Okay, dann macht das hier weg. So, und dann wählen wir das hier aus. Und dann ziehen wir den noch ein bisschen nach hier. Ah, ich kann nicht viel mehr nach da. Eins, was ich machen kann, ist halt... Oh, warte. Ich habe Mist gebaut. Ich hatte wieder nicht die Weltachse an. So, einmal weg. So, versuchen wir nochmal. Weltachse. So, wie sieht das jetzt aus? Kommen nicht zur Mitte, ne? Kommen nicht zur Mitte. Aber so müsste das eigentlich platziert sein. Ja, wobei, das sieht sehr cool aus. Aber ich möchte den Schneidpunkt hier haben. Hier. Siehst du das? Da ist so ein leichter, ne? Da ist so ein leichtes Dreieck angedeutet. Und das gefällt mir wieder nicht. Oh, Mann. Falls du fragst, was ich für ein Problem habe, kann dir darauf keine Antwort geben. Ist einfach so. Es ist, Guck mal, ich müsste die hier hinsetzen. Aber andersrum haben wir jetzt hier den Lichtschalter. Ey, das ist aber sehr, sehr kompliziert. Pass auf, dann machen wir... Ich muss ja irgendwie die 10 Minuten voll kriegen. So. Pass auf. Das platzieren wir. Jetzt. So. Dann ist der Schein und der Schein fast gleich. Von der Höhe her passt das. Okay, und den würde ich dann so hinsetzen. Dann wäre hier auch gleich und das wäre gleich. Ja, so lassen wir das. Gefällt mir. So, dann gehen wir jetzt auf die Beleuchtung ein. Pass auf, und zwar folgendes. Wir gehen hier rein, ne? Die junge Dame zeigt uns wieder den Weg. Wir sehen hier die Fässer, die mit Leuchten versehen sind. Ich habe hier unterschiedliche Farbthemen, wie beispielsweise Pirat immer rot. Habe ich irgendwie durch den ganzen Themenbereich durchgezogen. Dann habe ich... Das sollte eigentlich grün... Ja, ist grün. Okay, jetzt hier unten, aber da sah das ein bisschen gelblich. Warte mal, ist das gelb oder grün? Moment. Ich guck mal ganz kurz. Ne, ist grün. Okay, das scheint nur so. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr schön da drin versteckt. Da haben wir, ne, hier siehst du ja auch zum Beispiel das Grün. So, je nachdem, wo man steht, wird das grüner. Okay, sorry. So, dann hier das Steuerrad, was beleuchtet wurde, ist noch gar nicht so alt. Das, die Beleuchtung hier zum Beispiel, ist auch noch gar nicht so alt. Die ist, glaube ich, gerade mal ein paar Sekunden alt. Kann man so lassen, ne? Kann man so lassen. Weil wenn ich, pass auf, nur kurz, weil wenn ich jetzt da Fässer hinsetze, dann kommt die Beleuchtung höher und dann wäre das komplett nicht so beleuchtet. Also können wir es lassen. Oh, warte mal. Was ist denn? Moment. Was ist denn? Nur so, damit ich alle zufrieden stelle. Muss ich aber ein großes Fass hinsetzen, ne? Nee, mir gefällt das so besser. So ist okay. So,
Dann haben wir hier überall, ja, ist überall eigentlich so eine warme Atmosphäre, so ein warmes Gelb hatte ich genommen. Und ich glaube, kaltweiß hätte ich auch nicht ausgesehen. Hier die Beleuchtung, die ist klassisch von Planet Coaster, ne? Und dann haben wir nochmal eine andere, die Kiste finde ich so geil. Dann haben wir nochmal eine andere Beleuchtung auf der Showbühne. Die wird da hinten von diesen komischen Murmeln beleuchtet. Aber ich finde, beleuchtungstechnisch würde ich da auch anderes nichts machen. Weil ich war es am Überlegen, so Spots hier hinzusetzen, aber dann wird das zu hell. Deswegen, ich möchte das eher so dezent halten. Ja. Dann haben wir noch eine Beleuchtung. Einmal hier, das Schild. Sieht man ja mit den Seilen, die dann die Laternen halten. Wir haben die Laternen, die hier an den Palmen befestigt wurden. Das hatte ich ja auch bei der Trainstation schon so gemacht, beim Zug so gemacht. Hier zum Beispiel sieht man das schön. Ne? Hier habe ich das auch schon gemacht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gönnen wir uns die allererste Fahrt damit. Bevor da irgendjemand anders mit fährt nachher. Bevor da irgendjemand, weißt du, du darfst noch nicht schaukeln, mein Freund. So. Ich weiß gar nicht, welche Musik eingestellt ist. Werden wir jetzt gleich mal feststellen. So. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Okay. Oh, die Musik ist gut. Das sollte man während der Fahrt eigentlich nicht machen. Okay, wie viele Sitze hat man denn hier? 7. Ah, schon cool. Und vor allem, wenn du so ein bisschen nach oben guckst, kannst du den Wartebereich sehen. Finde ich schon sehr geil. Oder hier. Siehst halt den Wartebereich. Achso, ja, warte mal, wir sind ja in Reihe gegangen. Stimmt. Ich hätte da hinten noch gehen müssen. Also egal. Man soll nicht so oft rumspringen hier. Da siehst du den. Finde ich eigentlich sehr geil. Aber Problem ist, wenn die anfangen, denen wird schlecht. Denen wird schlecht. Und die sitzen auf der letzten Bank. Und die stecken den Kopf raus. Ist, glaube ich, suboptimal. Ist wirklich suboptimal. Na gut, wir haben da Palmen, die fangen das schon auf, ne? Sollen wir mal gucken, ob da noch eine andere Musik gibt? Das können wir eigentlich machen, ne? Weil dann... Triumphmarsch, Piraten... Ja, ist aber von Piraten, ne? Okay, und jetzt? Dass man die Musik nicht so hören kann, finde ich doof. Oh ja. Soll an meinem Hellen, an meinem Dunkeln kommen. Die bleibt. Oh ja, die bleibt auf jeden Fall. Und die Glocke ist noch da. Ich hatte ein bisschen Panik, dass das nur bei dem Lied ist, aber nein. Das ist es. Oh, das ist es. Das ist es auf jeden Fall. Ohne Mist. Ja, und das ist unsere kleine Attraktion. Und ich denke mal, in den nächsten Folgen werden wir einen neuen Themenbereich hier weiterbauen. Mal schauen.
Alter, das sieht ein bisschen aus wie eine Klodeckel. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Und ich freue mich auf deine Kommentare, was du von der Attraktion hältst. Bis dann. Tschüss.